So, meine Damen und Herren, Geschwätzblitz im Erklärbär-Modus. Ich spiele gegen Twitch-Zuschauer und erkläre jeden meiner Züge in genauester Art und Weise. Bauer E4 besetzt das Zentrum. Hey, E4 wollte ich machen. Und bereitet vor, den Springer rauszuziehen, den Läufer rauszuziehen, kurz zu rochieren, je nachdem, was Schwarz macht. Versuchen wir natürlich auch, das Vollzentrum zu besetzen. Ernst C., vielen Dank für die 1926, das ist super nett. E4, E5. Wir spielen Springer F3. Hier, deutlich der beste Zug. Entwickel den Springer, attackiert den Bauern in der Mitte, Springer C6. Jetzt haben wir die Wahl. Hauptsächlich zwischen der Entwicklung des Läufers nach C4 oder B5. Italienisch und Spanisch nennen sich diese Eröffnung. Beide ähnlich populär. Und ich bin auf dem Italienisch-Trip, was ich für meinen Chessable-Kurs einstudiert habe. Schwarz spielt H6, ein typischer Anfänger zur Some Offense. M-Busy aus Angst vor Sperr nach G5 wird dieses Feld überdeckt. Aber Bau nach H6 ist natürlich in der Öffnung nicht so Priorität, wenn wir versuchen, die Figuren rauszuziehen. Deshalb nicht ohne Grund. Läufer nach C5 oder Springer nach F6. Hier die beliebteren Züge. H6 ist nicht tragisch, aber all diese Züge wie H6, D6, Läufer E7 werden am besten mit Bauern nach D4 beantwortet, um die etwas verlorene Zeit vom Gegner zu nutzen, um die Mitte zu besetzen. Springer F6, jetzt wird der Springer entwickelt, aber hier ist das Timing. Bisschen daneben bei M-Busy, denn nach Bauern nach D4, Springer F6 drohe ich hier zu schlagen. Also das geringere Übel wäre gewesen, hier in der Mitte zu schlagen und den Bauern zu tauschen. Springer F6 greift zwar den Kollegen an, aber jetzt wird es schnell Ärger geben. Und der wundeste Punkt in der schwarzen Störung ist häufig dieser Bauer. D schlägt E5. Wenn Schwarz jetzt hier schlägt, kommt der gemeine Doppelangriff. Dame nach D5. Droht Dame schlägt F7 Schachmatt und greift den Springer an. Und dagegen ist tatsächlich schon kein Kraut mehr gewachsen. So schnell kann es gehen. Ein kleiner Tempoverlust in der Eröffnung. Bauer nach H6. Nichts geht mehr. Springer G5, folgt Läufer schlägt G5. Greift die Dame an. Läufer B4 Schach. Ist vielleicht der beste Versuch, die Partie noch zu verlängern, aber nach Bauer nach C3. Verliert Schwarz ebenfalls mindestens eine Figur. Also, in der Eröffnung, gerade mit Schwarz, kann man sich es meistens nicht leisten, ein Tempo mit H6 zu verlieren. Na gut, H6 war auch nicht entscheidend. Aber es war die Wurzel des Übels. Und jetzt ist tatsächlich schon Schachmatt im Busy. Es tut mir leid. Ich habe nicht mit Absicht gemein gespielt, um schnell zu gewinnen. Aber wir sind hier im Erklärbär-Modus. Wir versuchen, die Züge so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Und ich hoffe, du merkst hier, Bau nach H6. Ich verstehe die Absicht. Aber Schwarz hat einfach nicht die Zeit gegen besser werdende Gegner hier diesen Randbauern zu ziehen. Wir müssen die Figuren rausziehen. Springer F6, Läufer C5 oder Läufer C5. So schmerzhaft er so sein mag. Stefanos und No Problem at All. Vielen lieben Dank für die Prime Subs, das sehr nett von euch. Danke euch. Es geht weiter mit Geschwätzblitzen. Wir verdoppeln hier an. Er ist 5 plus 3. Bitte nicht 5 plus 3 herausfordern. Ne? So viel Zeit hat kein Mensch. Wir verdoppeln trotzdem hier. Die Rating des letzten Gegners. Ich erhöhe auf 1900. Bauer E4 besetzt die Mitte. Und die beiden Hauptzüge hier zu rechts sind Bauer E5 oder Bauer nach C5. Ich spiele diesmal Bauer nach C5 sizilianisch. Gemeinhin spiele ich mehr Bauer E5. Ich glaube, so als ganz grobe Faustregel kann man sagen, E5 ist solider, C5 ist aggressiver, ein bisschen unausgeglichener. Man könnte auch auf Großmeisterniveau, es gilt nicht für alle und nicht für jede Situation, also ein bisschen sagen, C5 wird gespielt, um auf Gewinn zu spielen, manchmal gegen schwächere Gegner. E5 weggespielt, wenn man solide sein will. Ich will eigentlich meistens solide sein. JJone95, danke für den Sub. Der Hype Train kommt. Vielen lieben Dank. Unterstützt Janistan TV hier. Im Moment, ich gebe mir alle Mühe, wieder mehr zu streamen, Content zu liefern. Ich weiß es nicht immer toll, viel rumgejammer. Aber ich gebe mir alle Mühe. Bau nach D4, C schlicht D4. Wir sind im offenen Sizilianer. Springer nach F6 greift den Bauern an. Der wird normalerweise mit dem Springer verteidigt. Es gibt Alternativen.
Läufer D3, Läufer B5, F3. Aber Springer C3 ist gängig. Und jetzt, die Königsdisziplin ist wahrscheinlich Bauer nach A6. Aber ich habe heute aus weißer Sicht ein bisschen am Drachen gearbeitet. Bauer nach G6. Deshalb ist es frisch in meinem Kopf. Also spielen wir gegen Tohe. Hier, schön Drachen. Drache, eine strategisch sehr gesunde Eröffnung. Schwarz möchte den Läufer hier hinstellen. Auch hier, Springer nach C6 spielen. Aber es ist ein bisschen riskant, wenn Weiß den aggressivsten Plan spielt. Mit Läufer E3, damit Bauer F3, damit D2. Lange auch gerade G4. Versuchen wir das. Läufer C4, kein schlechter Zug. Behält sich die Möglichkeiten offen. Aber legt den Läufer recht früh fest auf dieses Feld. Läufer nach E3 ist der Hauptzug. Das mit Recht. Heute beginnt das Jahr des Drachen. Ah, stimmt, war chinesisches Neujahr, ne? Ich weiß nicht, ob im Schach das Jahr des Drachens jemals wieder Einzug haben wird. Drache ist eine etwas wackelige Eröffnung. Ich glaube nicht, dass es verliert, aber Schwarz muss in den Hauptvarianten, wenn die computermäßig gut durchanalysiert sind, sehr, sehr viel einzige Züge machen, was man nicht möchte. Bauer nach H3. Er spielt ein bisschen, oder sie spielt ein bisschen langsam. Möchte wahrscheinlich Läufer nach E3 vorbereiten, ohne von Springer G4 genervt zu werden. Und ja, ist vertretbar, aber wieder vielleicht nicht Priorität Nummer 1. Ich rochiere erstmal. Springer C6 könnte man auch machen. Ich vermute, es wäre so oder so Läufer E3 gekommen, um die Mitte zu wechseln. Läufer E3 und jetzt überlege ich, ob wir vielleicht einen kleinen Trick machen. Springer C6 wäre der Normalzug. Aber ich glaube, wir lernen hier einen kleinen Trick, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich überlege, Springer schlicht E4 zu spielen. Springer schlicht E4 und Bauer nach D5. Doppelangriff auf diese beiden Figuren. Was strategisch eine feine Sache wäre. Allerdings, ich glaube, taktisch den Nachteil hat. Nach Springer schlicht E4, Springer schlicht E4, D5. Das weiß, Springer nach B5 spielen kann. Wenn ich dann hier irgendwas schlägt, kommt am Ende Springer nach C7, die Gabel. Ich habe Probleme. Geht also noch nicht. Aber wir behalten es im Hinterkopf. Springer nach C6. Nach wie vor. Da habe ich dieser Idee nicht abgeschworen. Ich glaube nur, dass ich erst was rausziehen muss. Springer schlägt C6. Ist in manchen Varianten sinnvoll, aber grundsätzlich riskant strategisch, weil Schwarz Richtung Mitte schlägt mit den Bauern, dadurch mehr Zentrumskontrolle gewinnt. Diese halboffene Linie. Trotzdem, auch in meinem Drachenrepertoire gibt es Varianten, wo ich diesen Zug empfehle, sogar deinen Läufer hier nach B3 zu stellen. Genau so, Moment, ist noch nicht publik, aber in ein bisschen anderen Stellung, um das schwarze Spiel zu blocken, weil die Struktur auch etwas an Dynamik verliert hier mit dem Bauern auf C6. Ich glaube nicht, dass in dieser konkreten Situation besonders gut war, aber die Idee habe ich durchaus Sympathie vor. So, Hype Trace noch auf Level 1. Level 1 nicht besonders viel. Hat da draußen noch jemand einen Sub übrig? Würde mich sehr freuen. 50 Sekunden noch. Nicht, dass der Zug hier uns gleich schon wieder wegfährt. Trotzdem vielen Dank, dass ihr dabei seid. All the Winner! Einer hatte gereicht, aber 10 nehmen wir erst recht. Vielen Dank, All the Winner, für deinen Support hier all die Jahre. Ich weiß das sehr zu schätzen. Super nett, All the Winner. Der Gönndive dieses Kanals hier haut 10 Subs raus. Das ist sehr, sehr nett. Dankeschön, All the Winner. Ernst, danke dir für den Sub. Und Ankur, danke auch dir, dass ihr euch hier reinbaiten lasst in den Hype Train. Ist sehr, sehr nett. Vielen Dank. So, zurück zum Schach. Bauer nach A4. Stoppte meine Drohung, selber Bauer nach A4 zu spielen. Und wenn geschlagen wird, dann Springer schlicht E4. Jetzt liegt es nahe für mich, Läufer nach A6 zu spielen und zu verhindern, dass er rochiert. Denn er konnte nicht beides parieren, Läufer nach A6 und Bauer nach A4. Deshalb dachte ich, A5 einschieben. Logisch. Tobaya 0812, danke für den Sub. Holy Blunder, danke schön. Und Schmulu Rico, danke auch dir. Jetzt hier Massive Support. Vielen, vielen Dank. So, die Frage ist jetzt, wie spiele ich weiter? Er möchte wahrscheinlich lang rochieren, was auch durchaus logisch ist. Und dieses Konstrukt ist ziemlich stabil gegen Drachen tatsächlich. Also
Ich hasse es nicht, wie er spielt. Ich spiele Turm nach B8. Mein Turm hier zu stellen. Ich habe ein bisschen viel gelabert. Ein bisschen viel um Subs gebettelt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Trotzdem vielen, vielen Dank für den Support. Labubuki, Dankeschön. Was wird geblockt? Kugelbuch? Wann wird Kugelbuch denn geblockt? Wurde noch nie geblockt, oder? Kugelbuch, Stafford, was hier alles geblockt wird. Beschwerden an Matteo@bonschwa.de. Der macht hier die Blocklist. Boah, nach G4, jetzt versucht er mich anzugreifen. Turm nach B4 sieht logisch aus, den Turm aktivieren. Diesen Bauern hier angreifen. Ich bin noch ein bisschen auf der Suche nach Gegenspiel. Ich weiß noch nicht genau wo. Bauern F3 unterstützt den Mittelbauern. Was wäre logisch zu Bauern nach D5. Laufe nach C4. Vielleicht auch Dame hier rüber. Auf Springer A2 vielleicht die Qualle opfern. Ich glaube, so spät Dame B8. Behält auch ein bisschen die Felder hier im Blick. Gucken, was weiß macht. Muss jetzt etwas das Tempo erhöhen. Sprenger A2. Turm schlicht B3. Liegt nahe. Läufer H6. Spiel gut hier. Tohe. Wie kann ich das Tempo verschärfen? Vielleicht C5, um C4 zu spielen. Hier ranzukommen. Kugelbuch ist nicht geblockt, weil wir auch wundern. Last Fight 41. Ich bin's wirklich. Höchstpersönlich. A-Promi Jan Gustafsson. Hier auf Twitch. Sprenger A2. Kann ich jetzt wohl noch C4 spielen? Wie geht das aus? Ich habe vor allem keine Zeit mehr. Also sollte ich wahrscheinlich einfach einen Zug machen. Aber meist, wenn man das sagt, macht man gar keinen Zug. Komm, Engso, auf doof. 600 Sekunden. Eieiei. Jetzt heißt es Gas geben. C4 auch ein riskanter Pre-Move. Ich habe echt nicht mehr so viel Zeit. D5 kam unerwartet. Seit 600 Sekunden spielt Daniel Naroditsky noch 5 Partien mit. Auch kein Grund jetzt so in Panik zu verfallen. Tohe! Gut, Bauer nach C4. Schneide meinen Läufer ab. Wäre ich nicht gepremo, hätte ich wahrscheinlich sofort E6 gespielt. Macht der Läufer nicht so viele Felder hat. Dame nach C3 kann ich leider nicht E6 spielen. Wegen der Fesselung hier. Okay, Bauer nach G5. E5 nehmen wir weg. Das wirkt ein bisschen nach Panik, dass der Läufer hier weggefangen werden könnte. Durchaus verständlich. Ah, jetzt stehe ich gut. Natürlich. Müssen wir auch ein bisschen die Uhr im Blick haben. Tore stark gespielt. Jetzt habe ich den Laden hier einigermaßen unter Kontrolle gebracht. Und Tohe. Läuft die Zeit weg. Spannende Partie. Gut gespielt von Weiß. Aber der Drache, weil nicht so unter Druck gesetzt wird, hat meistens viel Gegenspielpotenzial. Rümli, vielen Dank für den Sub. Ich glaube, der Hype Train fährt uns trotzdem weg. Aber das ist super nett. Oh ne, Olle Winner hält ihn mal laufen. Olle Winner, danke schön hier. Auf den letzten Metern, All in Winner, haut nochmal 10 raus. Vielen, vielen Dank, All in Winner. So. Gegen wen spielen wir als nächstes? Der Hype Train bleibt in der Spur. Bam. Was war für eine Elo? Wir hatten hier 1900, 900. Wir haben hier irgendeinen gesunden Mittelwert. Hier, 1600. Chat, auch um den Hype Train hier anzufeuern. Wenn ihr schnell eine Partie spielen wollt, noch nicht Janis auf Sub seid. Sub rein, sagt euren Usernamen. Und der größte Gandalf hier ist als nächstes dran. Hier spielen wir gegen Mike Ash. Diesmal habe ich Bauer E5 gespielt, aber Bauer E4. Und ganz klassisch, spanisch,
Nachlaufender B5. Hat man diverse Möglichkeiten. Bau nach A6. Das, was ich am liebsten spiele meistens. Auf Top-Niveau ist Springer nach F6, die Berliner Mauer, vielleicht der beliebteste Zug. Aber ich war mal ein größerer Freund von Bau nach A6, was zu etwas komplizierterem Spiel führt. Unter anderem mit dem Marshall Gambit. Wo ich mich gut auskenne, einerseits spiele ich das seit Ewigkeiten, andererseits haben wir es auch für Magnus Carlsen bei 2 WM-Matches vorbereitet. Also, ich bin deep im Marshall Gambit. Kann man natürlich trotzdem nicht immer alles mal. Ey, so ein Twitch, danke für die 100 Bits. Auf einer E7. Man muss immer dran denken, dass dieser Bauer hier weg sein könnte. Aber noch hing er nicht, denn hier war noch dieser Bauer angegriffen. Aber jetzt nach Bauer nach D3 müssen wir aufpassen. Denn Weiß droht, hier zu schlagen. Und wenn wir zurückschlagen, dann Springer schlicht E5 zu machen. Deshalb nicht vergessen, B5 zu spielen. Das Timing kann ein bisschen verwirrend sein, wenn man neu ist im Business. Zweifelsfall lieber früher als später B5 spielen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Weiß ein paar Zusatzoptionen gibt. Während, wenn man es zu spät macht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir einen Bauern verlieren. So, jetzt streiten sich die Gelehrten, ob Bauern nach D6 oder kurze Rochade. Beides hat Vor- und Nachteile. Bauern nach D6 hat den Vorteil, dass auf Bauern nach A4 zum Beispiel Läufer nach D7, sieht komisch aus, aber eine Bonusoption ist. Nach Bauern nach C3 läuft es meistens aufs selbe raus, hier kurze Rochade. Und wir spielen jetzt eine relativ ruhige Stellung. Ich bin nicht zu Bauer nach D5 gekommen, da was typisch ist, wenn Weiß früh Bauer nach D3 spielt. Bauer nach H3, Mike Ash, scheint sich auszukennen. Hier der Hauptzug, war früher Springer nach A5, wurde dann ein bisschen ersetzt von Läufer B7, aus sehr spezifischen Gründen. Aber ich spiele mal Springer nach A5, typisches Manöver, greift den Kollegen an und bahnt den Weg, um diesen Bauern nach C5 zu stellen. Häufig steht der Bauer, hier ist er verstellt vom Springer. Und wir sind bereit, 2 Tempi zu investieren, um hier mehr Zentrumskontrolle zu kriegen. Diese Variante ist ein bisschen aus der Mode gekommen, weil Weiß jetzt trotz Tempoverlustes Bauer nach D4 ganz gut spielen kann, was zu sehr interessantem Spiel führt. Wonach Schwarz entweder ruhig spielen kann oder Bauer nach D5 die Spannung im Zentrum erhöhen kann, wie Vinny Kay. Also, dies ist eine Variante, die auch auf Top-Niveau heiß diskutiert wird. Tobias, danke für den Sub. Cerbero X, vielen lieben Dank für das Sub-Geschenk. Hype Train läuft noch hier auf Level 7. Danke euch für den Support. Super nett. Bauer nach D4 gespielt. Bauer nach D5 ist der komplizierteste Zug. Und Mike Ash, 1600, ist hier aber sowas von am Zahn der Zeit, der heißen Theoriediskussionen. Hut ab. Ich hoffe, dass D5 richtig ist. Ich glaube, wir folgen einer Partie. Unter anderem Caruana gegen Keimer. Was kam da? D schlägt E, Springer E4, Springer BD2, Läufer F5. Sehr komplizierte Stellung, irgendwie sowas. Ich spiele meistens nicht Springer A5. Aber jetzt hängen wir hier. Eine Minute noch im Level 7 Hype Train. Wenn da draußen noch jemand Sub hat, haut es raus. Mal gucken, wie weit dieser Zug fährt. Vielen, vielen Dank für den Support. Vor allem all in winner hier. Gönnerf Nummer 1. Vielen Dank. Was die Stellung angeht, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es weitergeht. Weiß hat diverse Züge. Springer schlägt E5, D schlägt E5, E schlägt D5. Und ich habe das hier nie en Detail einstudiert. Springer schlägt E5, D schlägt E4. Sieht naheliegend aus. Gewinnt den Bauern zurück. Und die Spannung bleibt groß. Ich meine, sowas habe ich schon mal gesehen. Läufer G5, Läufer B7. Wahrscheinlich, wenn man es lang genug analysiert, dann hält Schwarz sich, aber leicht ist nicht. Und hier, kaum gucke ich nicht hin, wird der Hype Train weiter in der Spur gehalten. All in Winner ist heute sowas von in Gun-Modus. Haut nochmal 10 raus. Vielen, vielen Dank, All in Winner, super nett. Und Smiley, Smiley 000, auch mit 5 Sub-Geschenken. Heute geht's ab. Vielen Dank, Chat. Läufer nach G5 gespielt, stark gespielt. Mike, ich werde langsam werde ich ein bisschen skeptisch. Ich sag's dir, wie es ist. Du spielst zu stark. Ich bin dabei, meinen Rekord zu brechen. Ihr seid dabei, meinen Rekord zu brechen. Chat, zu viel Support hier. Dankeschön, Stoffi89, Don Camillo. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was der Rekord ist. Aber mir wird hier angezeigt, du bist dabei, deinen Rekord zu brechen. Weiter so mit deiner Unterstützung. Ist nicht meine Unterstützung, ist eure. Vielen, vielen Dank. Turm E1.
Was macht man hier? Dame C7, C schlägt D. Ich weiß es tatsächlich nicht. Komplizierte Stellung. Jetzt müsste man den Winnie Kay Telefonjoker ziehen. Kanalgesamtrekord 92% Level 10. Okay, davon sind wir noch ein Stück weg. Aber vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ey, ich weiß das sehr zu schätzen. Gerade an Tagen wie heute, wo ich schlecht drauf bin. Oder schlecht drauf war. Super nett, Dankeschön. So. Trotzdem muss ich einen Zug machen. C schlägt D hat den Nachteil, dass es im Springer das Feld C3 gibt. Damit C7 liegt nahe, finde ich. Läufer schlägt F6, Läufer schlägt F6, Läufer schlägt E4. Wie geht das aus? Das sieht nach genug Kompensation aus für meine Begriffe. Damit C7 Springer D2 war ich nicht ganz sicher. Ich dachte dann vielleicht Turm in die Mitte. Komplizierte Stellung. Kamero, danke für die beiden Subgeschenke. Stoffi, danke schön. Lauf steht F6, Lauf steht F6. Mike. Wir haben hier den besten Hype-Trainer aller Zeiten und wir haben den stärksten 1600er aller Zeiten. Oder was ist hier los? Mike macht mich hier im Theorieduell auf meinem Terrain fertig. Läufer schlägt E4. Damit kann ich nicht rechnen. Aber ich gebe mir alle Mühe, zur Not auf Zeit zu gewinnen. So, wie ist die Stellung? Wir brauchen weniger, aber ein bisschen Kompensation hoffentlich. Ich weiß nicht genau, was der richtige Zug ist. Turm in die Mitte oder hier schlagen. Ich spiele mal Turm in die Mitte. Wenn man schon überspielt wird, dann wenigstens schnell überspielt werden. Wenigstens schnell ziehen. Focus Pants Boy, danke für den Sub. Vorhaut, Mann, wunderschöner Name. Vielen Dank für die 5 Sub-Geschenke. Der Zug ist immer noch am Rollen hier. 1 Minute 37 haben wir noch. Vielen, vielen Dank, Chat. Super, super nett von euch. Ich muss jetzt zurückschlagen, das ist alles nichts. Und nach Springer G4 stehe ich, glaube ich, schlecht. Ich muss gleich gucken, was die Engine sagt, was ich da falsch gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Winnie die Variante spielt. Also die Variante Hit, das habe ich mal überprüft, aber ist nicht mein Repertoire. Mein Repertoire ist Läufer B7 statt Springer A5. Ich bin nicht ganz in den Details hier. So, Springer F3 zurück. Ich dachte, Springer G4 wäre noch aggressiver, aber Springer F3 ebenfalls ein logischer Zug. Ich hätte gern meinen Bauern wieder. Wie kann ich das angehen? Dame F4. C schlägt D. Ich glaube, ich schlage. James Chalen, danke für die 5 Subs und Jay Joe, danke auch dir. Habt ihr hier ein Level weiter gehievt, ey? Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Chat. Ich habe 37 Sekunden. Ich muss hier irgendwie ein bisschen Gas geben. Zack. Dame F4 greift den Bauern an. Ich habe nicht gerechnet, was passiert. Springer C3, Läufer D4, Springer E2, Läufer F2, König F2. Funktioniert es nicht? Das wäre natürlich ärgerlich. Okay. Machen wir uns Gedanken drüber, wenn es soweit kommt. Springer C3 gespielt. Taken. Springer E2. Ich befürchte, funktioniert, aber die Zeit wird knapp bei Mike. Ne? Turm E4 dachte, jetzt geht Läufer F2. Und auf König F2 Turm D1. Und der Turm hängt. Deshalb sollte ich jetzt mit mehr Material verbleiben. Aber ich dachte, anstelle von Turm schlägt Turm E4, Springer E2 wäre ein Problem. Hier, ich gucke kurz in die Analyse, weil mich die Variante interessiert. Und dann geht es hier sofort weiter. So, H3, hier, wie gesagt, Läufer B7 ist, was ich meistens spiele. Springer A5, ich hatte aber ein bisschen Angst vor diesem C5, D4. Kann ja auch nicht davon ausgehen, dass hier jeder 1600er die ersten 100 Züge Theorie kennt. Springer schlägt E5, D schlägt E, Läufer G5, Läufer B7,
Atom E1, Atom E8, sagt die Engine, okay. Da habe ich nicht dran gedacht. HumbleMumble66, vielen Dank für den Sub. Focus Pants Boy, danke auch dir. Danke für den ganzen Support. Super nett. Okay, Turm E8 hier. Was passiert dann? Dann Läufer F6, Läufer F6. Läufer E4. Und jetzt ist Weiß nicht rechtzeitig, weil man hier schlägt. Okay, clever. Engine ist schlau. Turm E8. Was habe ich gemacht? Damit C7. Läufer F6, Läufer F6, Läufer E4. Turm AD8. Ich habe eigentlich auch okay gespielt. Rümli, vielen Dank für die 5 Subs. Ey, ihr haut echt weiter raus hier. Chef, wir sind auf Rekordjagd. Damit habe ich echt nicht gerechnet, während ich hier am Prokrastinieren war von meinem Chessable-Kurs. Vielen, vielen Dank, ey. Super nett. So, ich dachte, ihr spielt G4 und ich dachte, ich stehe schlecht. Kommt mir mal ist nicht so schlimm. Und häufig hat man auch genug Spiel tatsächlich noch, selbst wenn es ein bisschen schief läuft, um solche Stellung zu halten. Was das Gute ist, wenn man gesunde Eröffnung spielt. Aber trotzdem war ich mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Springer F3 fühlte sich ein bisschen zu langsam an. C schlicht D, C schlicht D. Aber jetzt haben wir beide keine Zeit mehr hier für Feinheiten. Dame F4 war falsch. Springer C5 hätte ich machen sollen. Hätte ich vielleicht einen guten Tag sehen können. Jay Jones sagt, bald kann ich dann sogar zweimal das Teil in Open im Jahr spielen. Wäre ein Traum, wäre ein Traum. Subcool. Zweimal Teil in Open. So, Dame F4 war schlecht. Springer C3 und Laufschicht D4 hier. Ich habe gesehen, dass es nicht funktioniert wegen Springer E2. Hier war die Zeit ein Faktor. Aber trotzdem, Mike hat mich fertig gemacht. Hut ab, Mike. Am Ende fehlte dann die Zeit. Und ja, ich weiß nicht, was da los war, Mike. Aber ich habe noch nie einen 1600er gesehen, der so deep Theorie kann, dann so stark spielen. Trotzdem, Hut ab, Mike. Weiter geht's. Gehen wir spielen mit Chat. So, starken Gegner. 1 für starken Gegner. 2 für nicht so starken Gegner. Dafür unglaublich lehrreiche Kommentare. Ist natürlich im Auge des Betrachters. Chat will Schwächeren. Alles klar. Hier All-in-Winner, 30 Subs rausgehauen. Heute All-in-Winners Meinung. Zählt sowas von. Dann spielen wir gegen Toski94. So, Chat. 15 Sekunden noch hier im verrückten Level 9. Oder wo sind wir? Level 8, Level 9. Deshalb Trains. Vielen, vielen Dank. Ey, ich weiß nicht, womit ich den ganzen Support verdient habe. Bauer E4. Wir alternieren hier zwischen E5 und C5. Diesmal wieder sizilianisch. Ich spiele ab und zu Kaukan, aber C5 und E5 sind schon meine Lieblingseröffnung. All in Winner gönnt weiter. Haut nochmal 10 raus. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Bro Faktor auch noch mit 5 am Start. Hems subbt rein. Thomas 59 mit 5. Ey, dass das hier eine Subparty wird. Da echt beim besten Willen nicht gerechnet. Vielen lieben Dank, Chat. Focus Pants Boy ist auch dabei. Was geht denn ab? Bauer nach D6. Ich wollte wieder Drache spielen, aber Toski sagt, nee, wir spielen es ein bisschen solider. Läufer B5 Schach. Absolut spielbarer Zug ebenfalls. Gibt Schwarz die Wahl zwischen Läufer nach D7 und Springer nach D7. Springer C6 hat einen schlechteren Ruf. Und die dynamischere Option ist Springer nach D7. Einfach um potenziell das Läuferpaar zu kriegen, wenn man hier A6 gespielt hat. Focus Pants Boy. Neuer Rekordchat! Vielen lieben Dank! 100% Stufe 10. New Sub Hype Train Record. Habe ich echt beim besten Willen nicht mitgerechnet. Vielen, vielen Dank an euch alle, die hier rausgehauen haben auf den letzten Metern. To the moon. Super nett. Freut mich echt sehr. Ich hatte einen schlechten Tag. Und weißt du, sehr zu schätzen. Dankeschön. Bonnard D3. Yay. Bin ich aus dem Buch. Sieht aus wie ein vernünftiger Zug, aber wahrscheinlich nicht der kritische. Wahrscheinlich erstmal Rochade. Die Option, sich offen zu lassen, hier noch Bauer nach D4 zu spielen, bisschen türkischer. Es gibt hier alles mögliche in Theorie, gibt alle möglichen Züge. A4, Läufer nach A4, Springer nach C3, D4, C4 und so weiter. D3 kann man mit Sicherheit auch machen. Dame A5 Schach bringt noch nichts wegen Springer nach C3. Aber es fühlt sich auch nicht so kritisch an. Ich fühle mich erstmal nicht unter Druck. Ich denke,
Ich entwickle einfach den Springer. Ich habe kurz überlegt, ob ich mit A6 anfangen sollte oder Springer raus. Aber ich glaube, es spricht nichts dagegen, mich hier zu entwickeln. Weil Weiß ja sehr ruhig gespielt hat. Kann ich es vielleicht sogar drachenartig angehen lassen. Mit G6 Läufer G7. Hier, yeah, Cerbero X haut nochmal zwei raus. Dankeschön, Cerbero X. Und danke, Lord Waldemart. Vielen, vielen Dank für den Support heute. Freut mich echt sehr. Schwarz C3, Läufer nach G7. Und der grobe Plan ist, kurz rochieren und dann mal gucken. Dann wahrscheinlich versuchen, am Damenflügel Raum zu nehmen. Wie weit spielt, ist völlig okay. Ich kann hier zum Beispiel Bauern A4 spielen. Auch Lauf A3 ist okay. Lauf A3 muss man ein bisschen gucken, dass Springer G4 nicht nervt. Ich glaube, noch bringt Springer G4 nicht viel. Zieht der Läufer einfach irgendwo hin. Also rochiere ich erstmal. Und als nächstes möchte ich jetzt entweder A6, B5 oder Springer G4. Je nach Sachlage. Quick Freaks, spielst du noch irgendwelche Turniere oder bist du in GM-Rente? So halb. Also ich spiele Bundesliga, Thailand Open, wenn ich Zeit finde, ist mein Lieblingsturnier, weil ich gerne in Thailand bin. Aber sonst bin ich schon seit langer Zeit eigentlich, schon seit 12, 13 Jahren nicht mehr besonders aktiv. Also ich bin aktiv in der Schachwelt, aber mehr als Trainer. Ich bin deutscher Bundestrainer, für Magnus gearbeitet, für Anish arbeite ab und zu. Für andere Leute war Trainer hier von der Weltmeistermannschaft bei der FIDE-Schnellschach-Weltmeisterschaft. Also, ich bin sehr aktiv und ich mag auch die Schachwelt. Ich bin gerne in der Schachwelt unterwegs, aber meistens nicht mehr so als Spieler. Bauer nach H3. Wir schnappen uns den Läufer. Ich denke, auch hier wäre es besser gewesen, den Läufer wegzuziehen. Da Läufer nach G5, wonach Weiß immer noch eine völlig akzeptable Stellung hat. Denn der Läufer ist ein bisschen stärker als der Springer in solchen Stellungen. Also dem Tausch sollte Weiß nicht freiwillig zustimmen. Chris Craig sagt, hilfst du auch Kaimar? Findet der Lieferant richtig gut ab? Ja, im Rahmen. Also ich arbeite jetzt nicht viel mit ihm. Als deutscher Bundestrainer habe ich natürlich mit ihm zu tun bei den Mannschaftswettbewerben. Und wenn sonst was ansteht. Aber hauptsächlich versuche ich mich darum verdient zu machen, dass sein Name richtig geschrieben wird. Ich finde, das hat er verdient, Vinnie K., dafür, wie er abgeliefert hat. K-E-Y-M-E-R-Chat. Was wurde eigentlich aus dem Jobangebot von Hans? Ich weiß es nicht. Ey, mein Telefon hat geklingelt. An dem Abend eine US-Nummer. Ich vermute, es war Hans. Aber es war spät in der Nacht und ich wusste nicht, wer es ist. Weil mich eine fremde Nummer anruft, spät in der Nacht. Gehe ich natürlich nicht ran. Kam kein Mitteilung. Vielleicht war es Hans. Im Moment habe ich keine Kapazität für Jobs. Aber freut mich natürlich sehr. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich brauche allerdings ein separates Hotelzimmer. Kaimar wird von Leko trainiert. Genau, er arbeitet viel mit Peter Leko, aber arbeitet natürlich auch viel. Wie alle Topspieler, selbstständig. So, wir befragen den Läufer hier. Läufer nach C4. Er hat FC E3 gespielt. Das Geschehen ein bisschen verschärft, den Blick dieses Turms freigelegt. Jetzt gemeinsam mit dem Läufer gucken die Figuren Richtung Bauer F7. Ich muss hier also ein bisschen vorsichtig sein. Hab dafür langfristig einige strategische Trümpfe. Ich versuche jetzt den Läufer hier auszublocken mit Bauer E6. E6 und G6 ist häufig eine riskante Kombination, wenn es hier noch einen schwarzfährigen Läufer gibt, der auf diese neu entstandenen Schwächen gehen kann. Aber das ist hier nicht der Fall, sodass ich mir, glaube ich, ganz gut leisten kann. Und ich habe, glaube ich, den Laden strategisch jetzt ganz gut unter Kontrolle. Was zu sagen, ich muss auch sagen, im Stream war es sehr normal. Also gut. Ich weiß nicht, Hans ist natürlich eine sehr polarisierende Figur und ich kenne ihn echt nicht gut, aber ich glaube, man muss da auch trennen zwischen einerseits der öffentlichen Figur, wenn man es so nennen will, der die Videos macht mit den Ansagen und dem in Anführungszeichen echten Hans. Und ich habe es ja schon mal gesagt. Ey, All-in-Winner, haut nochmal 10 raus hier. Vielen, vielen Dank, All-in-Winner. Wahnsinnig nett. Dankeschön.
Ich habe es ja schon mal gesagt, ey Hans, egal was jetzt gewesen ist, was nicht gewesen ist, er ist 19 oder Karl, vielleicht ist er inzwischen 20. Und den öffentlichen Druck, die Aufmerksamkeit mit Hihi, Analperlen hier, selbst in Deutschland, das ist ja nur, was ich mitkriege, von Fest und Flauschig zu Apokalypse Filtercafé, jede Comedy-Sendung, jeder Podcast der Welt, cover dich als 19-Jährigen, ohne dass du in dem Fall irgendwas gemacht hast. Also mit Sicherheit hat er nichts mit irgendwelchen Analperlen gemacht. Und das wünsche ich keinem. Und wenn man da ein bisschen abdreht, heißt nicht, dass er Hotelzimmer zerstören muss. Aber den Druck ohne jetzt allzu feste Strukturen, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber wirkt so von Weitem, wünsche ich keinen in dem jungen Alter. Deshalb, auch wenn ich nicht alles immer gutheiße, was Hans macht und sagt, finde ich, sollten wir da vielleicht auch mal aufhören, jedes Statement oder jede Story so auf die Goldwaage zu legen und ihn ein bisschen Frieden lassen. Ich weiß auch nicht, ob er das will und natürlich haut er auch immer raus. Aber finde ich ein bisschen schwierig manchmal das Thema. So, all in winner, gönnt hier weiter, ey. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Satz und hat schon wieder hier 20 Subs rausgehauen. Ey, all in winner. Vielen, vielen Dank. Making my day. Dankeschön. Danke an alle für den ganzen Support heute. Ist echt super nett. Ich habe 47 Sekunden. Muss ein bisschen Gas geben hier. Aber meine Stimmung ist gut. Küche 8, Tom G8. Und beeindruckenderweise hat Großmeister Jan Gustafsson den 1300er Toski 94 hier überspielt. Krass, wie du das machst, ja. Trotzdem starke Leistung von Toski bisher zum Zeitnot. Drama am Ende. Absolut vernünftige Züge gemacht. Wie gesagt, bei Ding, gut, Ding ist erwachsen, Ding ist schon lange dabei. Aber Ding ist ja nun echt der bescheidenste, netteste Mensch der Welt und er redet ja ziemlich offen darüber, wenn er psychische Probleme hat, wenn er gesundheitliche Probleme hat und dann das ganze Rumgemobbe. Ding ist ein krasser Schachspieler. Er ist nicht Magnus Carlsen. Er ist einer der 2, 3, 4 besten Spieler der letzten 10 Jahre. Und wenn man sich wirklich ein bisschen mit Schach beschäftigt hat, dann kann man, glaube ich, einschätzen, wie unglaublich viel harte Arbeit, wie unglaublich viel Talent, Dedication dahinter steckt, ein 2-8-Spieler wie Ding zu werden. Also, selbst wenn er nicht der beste Spieler der Welt ist, ihn jetzt zu mocken, was für ein Patzer er sei, finde ich lächerlich. Und respektlos. Ich hoffe, dass wir den alten Ding wieder zu sehen kriegen, der ja, wie gesagt, ziemlich offensichtlich gesundheitliche, vielleicht auch mentales, weiß ich nicht, kann ich auch nicht judgen, Probleme hat. Er sagt ja selber, dass er nicht schlafen kann. Also, lass bitte Ding in Frieden. Ding weiß, glaube ich, selber, dass halber aus sieben nicht so geil sind. Okay, wen müssen wir noch verteidigen? Können wir auch mal irgendjemand angreifen? Ja, wir können nicht immer nur verteidigen, Chat. So, gegen wen sollen wir spielen? Was ist deine höchste Elo? Ich bin immer ziemlich stabil. 2,652 war meine höchste. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben so gefühlt. Na, ich will nicht lügen. Zwischen 2,588 und 2,652. In diesem Korridor. Das ist meistens so 2,620 bis 2,640 irgendwas. Aber es wird natürlich nicht besser mit mangelnder Aktivität und dem Alter. Aber das war immer so mein Level. Also, wie üblich. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, wir spielen Arschkrampe. Aber du bist 2,8 Trainer, dafür bin ich auch nicht sicher. Die Eröffnung bin ich wahrscheinlich ganz gut, aber auch nicht auf 2,8er Niveau. Und sonst ist Trainer ja häufig auch eine Frage der Chemie, ob derjenige, mit dem zu tun hast, jetzt irgendwie damit umgehen kann, wie man Sachen sagt oder nicht, wie man sich versteht. Da gibt es, glaube ich, nicht die eine Faustformel, wie du musst ein harter Hund sein oder du musst ganz sensibel rüberbringen. Weiß ich nicht. Es hilft, für die besten Spieler der Welt zu arbeiten. Die haben häufig gute Ergebnisse. Lassen Sie über Kramnik lästern, wie interessant er alles findet. Ja, das haben wir ja schon häufiger gemacht hier. Wie gesagt, Kramnik darf alles interessant finden. Ich mag halt das völlig random
Name-Calling von Leuten wie Blühbaum, die, das weiß ich, nicht cheaten im Online-Schach. Zu sagen, interesting, ich werfe ihm ja nichts vor, aber interesting, dass er hier 90 Accuracy im Online-Schach hat. Das mag ich nicht und für mich zerstört Kramnik damit. Bisschen seine eigene Legende auch. Das fing für mich persönlich auch schon an, als er vor ein paar Jahren mal einen Twitter-Account hatte. Über Politik viel geredet hat, aber da scheiden sich natürlich die Geister. Aber jetzt nur noch zu denken, dass jeder cheatet, weil man im Online nicht jede Partie gewinnt, finde ich. Einerseits banalisiert ist das Problem des Cheatens, weil es zweifelsohne existiert, wenn du einfach randomly jeden unter Generalverdacht stellst, der irgendwie gut im Online-Blitzen ist. Und zweitens entzaubert es ein bisschen die Legende Kramnik. Und make no mistake, ist eine absolute Legende, der man der Kasparov vom Thron gestoßen hat, der alle Schacheröffnungen geprägt hat, von Katalanisch zu Berliner Mauer, zu Russisch, zu Bajonettangriffen, Königsangriff, die heutzutage gespielt werden. Also ich bin großer Kramnik-Fan seit den 90ern, ich bin alt, mit Kramnik-Partien aufgewachsen, wie Kramnik damals im Meraner Kasparov mit Schwarz besiegt hat, ich glaube 96 war das. Riesenfan, deshalb, naja, ist es für mich schmerzhaft, aber trotzdem, wesentlich korrekt. Gerade junge Leute, aber auch einfach jeden Spieler, der kein Top-5-Spieler ist, der mal ein gutes Online-Ergebnis hat. Und der Generalverdacht zu stellen und das öffentlich zu äußern. Gefällt mir nicht, wie gesagt. Zerstört auch das Problem des Cheatens, weil es eigentlich nur noch die zwei Lager gibt von Leuten, die denken, jeder cheatet. Oder von Leuten, die denken, die sind alle paranoid. Und das hilft uns. Hilft uns nicht wirklich weiter. Blühbaum ist eine Legende, auf jeden Fall, Chat. Shoutout an Blübi. Beim Mitropa Cup dabei. So, sorry, ich habe mich ablenken lassen. Wir sind nicht mehr im Erklärbär-Modus, ne? Diese Variante ist interessant. Ich glaube, ihr nennt es Neo-London, weil Niklas so genannt hat. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Sehr interessant hat Ding auch in seinem WM-Match gespielt gegen Nepomniachtchi. C5 ist der prinzipielle Zug, aber nicht unbedingt der beste Läufer F5K auch machen. Und dann D-C. Kann Weiß versuchen, hier den Bauern erstmal zu halten. Lauf E3, B4, G3 und so weiter. Führt zu sehr komplizierten Steuerungen. A5, ich glaube, hier irgendwo sollte Weiß C4 spielen, wenn mich die Erinnerung nicht trügt. So habe ich den Bauern jetzt relativ bequem zurückgekriegt. Und sollte okay stehen. Salza F. So, Bauern E3. Schwächt ein paar Felder hier. Die versuchen wir anzupeilen mit B6. Einfach so hier hin. D2, Läufer A6. Snowy Castles hat Kramnik sein Sprech auf 3 Buch gelesen. Meinst du hier von Khalifman? Opening for White according to Kramnik. Habe ich auch verschlungen damals. Viel gelernt. Ist eine Art Slawisch mit vertauschten Farben, aber dadurch kann Weiß sich ein bisschen mehr leisten, natürlich die Bauern zu schlagen. Und jetzt der Sprech D3. War der Drops auf einmal schon gelutscht, weil wenn der Turm hier hinzieht, schwächt sich B2, wenn er weg. Also verliert Weiß Material mit Sprech B3. Ich muss mir entscheiden, ob ich den Turm nehmen will oder den Bauern. Beides sieht sehr, sehr gut aus, weil das auch ein sehr schmackhafter Bauer ist. Aber im Zweifel nehmen wir den Turm. Jetzt viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht. Kann man entscheiden. Ich mach's so. Sprech E4 lag auch nahe. Dann schlägt er und spielt Sprecher D4. Ich glaube, ich nehme lieber den Läufer weg. Good trade. That's a very long text. What do you want to know? The hippo? It's not good. Easy to remember. G6, E6, D6, A6, B6, H6. That's not very good. You can start out doing that, but you wanna transition to a real opening, occupying more space. West Bishop sagt, lass mich verraten, mit wem du gerade arbeitest, was? Erstmal arbeite ich jetzt mit Germany am Mitropa Cup Gewinn. Geht natürlich nicht wirklich um den Mitropa Cup Gewinn. Auch wenn wir den natürlich gerne hätten. Aber es geht darum. Einerseits für mich, die Spieler vor der Olympiade noch mal ein bisschen im etwas gechillteren Umfeld, denn Mitropa Cup ist der Druck. No offense to Mitropa Cup. Nicht so hoch, natürlich wollen wir gewinnen, aber
Der Druck ist nicht so hoch. Deutschland sollte auch eine sehr überlegene Mannschaft da stellen. Aber ein bisschen zu gucken, wie es da ist. Und hoffentlich können Spieler ein bisschen Elo einsammeln, sich ein bisschen verbessern und wir können ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, mal Teamgeist, bla bla bla. Aber vielleicht können wir auch ein bisschen was hier und da in der Öffnung tun. Keine Ahnung, wie es laufen wird. Ich denke, wir werden gewinnen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber ist nicht unbedingt mein absolutes Hauptziel, sondern eher in Richtung Olympiade. 8, 9, 10 Tage mit fast der kompletten Mannschaft, bis auf Winnie Kay zu haben, ist auf jeden Fall großer Luxus. Ich freue mich drauf. Gottrade sagt, I've seen Hikaru and Gotham Chess use it against Engine, but they say it's a silly opening. So Hikaru, Gotham Chess and I have now all told you that's a silly opening. But what's your plan here? You want to keep asking more Grandmaster till you find one that says the hippo is the shit? Or what's the idea? Du warst ja auch bei Math for the Masses dabei, noch nie gehört. Was ist Math for the Masses? Ist das sowas wie die Mathletes aus Mean Girls? So, hier, ich stehe auf Gewinn, deshalb rede ich nicht mehr so viel über die Stellung. Ich muss nur irgendwie den Lachs zumachen. Ich glaube, so ist der Ausdruck, den Lachs zumachen. Und hier versuche ich das, indem ich die Lage forciere. C schlägt D, Gegner vielleicht einen Turm schlag. Und jetzt öffnen wir schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist. Denn diese Formation war schon recht effektiv, um hier die Figuren auszublocken. Aber warum nicht? Ten Secrets, Chess Grandmasters, don't want you to know. The hippo is the best opening. No one ever plays it. We save it for the important moments. But it is the best opening. Es war früher eine Anti-Computer-Waffe. Es gab gleich auch immer von, wie heißt er? Klaus Klausen oder so? Ältere Zuschauer, kennt ihr noch, der in der Europarochade immer seine Gewinnpartien gegen Engines analysiert hat? Ich glaube, der hat auch mal Hippo gespielt. Heutzutage kriegst du von Computern sind wir auf die Fresse, wenn du Hippo spielst. Ja. Wir setzen auf den E-Bauern. Zack, zack. Hinter den Kulissen wird nur Hippo gespielt, so sieht's aus. Hier bei den geheimen Afterpartys. Mit den Schachgroupies, da werden nur Hippo aufs Brett gestellt. Turm C2 war ein bisschen careless hier, damit Spieler B4 noch ein bisschen Material zurückholen können. Ich hätte schon relativ viel mehr. Vielen Dank für die Partie, Salsa F. So, Trevor, den starken Gegner. Über 2000. Let's go. Card Magician. Ich muss auch. Es ist 23. Ich muss auch. Ja, stimmt, Trevor. Vom Computer kriegen wir immer auf die Fresse. Auch wenn man es vernünftig spielt. Das ist kein Argument für oder gegen eine Eröffnung so richtig. Deshalb, die meisten spielen auch nicht wirklich gegen Computer. Man benutzt halt Computer, um die Öffnung zu analysieren. Und wenn man Hippo mit Computer analysiert, dann sieht man, dass Computer sehr ungnädig sind. Aber hier gegen E4, E5 und E4, C5 ein bisschen gnädiger gestimmt. Also ist halt leicht zu lernen, der Grundaufbau. Aber es ist keine besonders challenging Eröffnung für den Gegner. So, wir spielen wieder Marshall gegen Card Magician. Bauer nach H3, Läufer B7. Jetzt ist D3 der richtige Zug. C3 wird häufig gespielt, aber dann gewinnt D5 wieder an Stärke. Also ist interessant, dass viele Leute sich H3 merken können, aber die Idee ist ja gerade, D5 zu entzaubern und dann C3 zu spielen. Jetzt wird D5 nochmal stärker. Und hier diesen Bauern zu schlagen, ist jetzt schon extrem riskant. Schlägt, schlägt. Springer schlägt. Und dann kommt Springer F4. Weiß steht unter Druck, deshalb ist hier am besten die Notbremse zu ziehen. Wir bauen nach D3. Oder E schlägt D, Springer schlägt D5 und bauen nach D4.
Irgendwas in der Art. Sag mal, stimmt, dass das GMs Open Tournaments nicht mögen? Wenn ja, wieso das? Kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt. Häufig ist eine finanzielle Frage einfach, wenn du irgendein Open hast, erster Preis. Also, wenn du jetzt sagst, als GM bist du Schachprofi und machst so ein Geld zu verdienen. Erster Preis ist 2000 Euro, spielen 20 Großmeister mit, keine Ahnung. Dann kannst du dir deine Erwartung ungefähr ausrechnen in dem Turnier, ob sich das lohnt, da dann 10 Tage zu spielen. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was für Konditionen man dann da kriegt. Aber ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen. Zuletzt war es so, das soll gleich auch wieder geändert werden, dass du halt gegen deutlich schwächere Gegner, wie was ist das, 420-Punkte-Regel oder so, 0,0 Elo gewinnst. Und das heutzutage, wo man in fast jedem Open sehr viele underrated indische Supertalente oder sonst was hat, war eine unangenehme Proposition. Bei mir war es zum Beispiel so, Talent Open habe ich ziemlich versaut. Das letzte Mal, was ich gespielt habe, sehr viel Elo verloren. Aber da war es dann so, ich hatte keine Ahnung, was auch immer. 4,5 aus 7 oder so und habe immer Gegner gekriegt, die mehr als, ich kann nicht rechnen, was diese Grenze ist, 24 Punkte weniger haben als ich. Und da ist dann so, dass ich für einen Sieg 0,0 Punkte kriege und für eine Niederlage minus 10, ein Remis minus 5. Kann man sagen, ist fair, aber ist dann natürlich nicht besonders motivierend zu spielen, wenn du nichts gewinnen kannst, nur verlieren. So. Wie ist die Stellung hier? Na, ich rede ja nur von offenen Turnieren, also ich glaube in der Schachwelt gibt es schon Mittel und Wege, Geld zu verdienen. Aber die Frage war ja, ob GMs Open nicht mögen. Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Ich liebe das Thailand Open. Und es gibt ja heutzutage auch wahnsinnig starke Open hier in... Wo haben sie gerade alle gespielt? Magnus & Co., das war auch ein Open. Katar oder was war's? Es geht bekanntlich nur um den Spaß. Ne, mal so, ne? Aber wenn man Schachprofi ist, dann impliziert das ja, dass man das professionell macht, um Geld zu verdienen. Und die Elo ist dann ja häufig auch ein bisschen das Kapital, was man hat. Ja, wahrscheinlich je mehr Elo, desto bessere Einladung, desto mehr kriegst du bezahlt von Schachvereinen, für die du potenziell spielen kannst. Vielleicht desto mehr kannst du als Trainer verlangen und so weiter und so fort. Und wenn dann Open sehr minus EV sind, wegen dieser neuen Zählweise, ist das natürlich abschreckend für manche Großmeister. Abgesehen davon ändert sich gleich auch die Schachwelt ein bisschen einfach, da es so viele junge Talente gibt, die jetzt durch Corona und durch Chessable und Co. einfach viel, viel stärker geworden sind und die Elo-Zahlen noch nicht die Zeit hatten, das abzubilden, sodass für alternde Großmeister wie mich die Welt natürlich brutal schwer da draußen ist, auf Opens, egal ob das System jetzt fair ist oder unfair. Aber das ist ja die Evolution. Da muss jeder durch. Circle of Life. Aber in letzter Zeit war es, glaube ich, ist es extremer geworden für Großmeister. 2000 Euro Preisgeld minus 10 Tage Hotelrechnung und Reisekosten. Ja, könnte ich ausrechnen, dass man da wahrscheinlich nicht reich wird, gerade wenn da sehr, sehr viele Großmeister mitspielen. 2000 ist auch vor Steuern. Also das ist meistens finanziell keine tolle Entscheidung, wenn man das als Hobby macht oder wie ich Talent Open spiele, nicht zum Geld verdienen, ob ihr es glaubt oder nicht. Oder so als Halburlaub dann natürlich trotzdem ernst nimmt, dann ist wunderbar. Aber money-wise sind Open. Natürlich gibt es Open mit anderen Preisen und mit anderen Konditionen, aber nicht immer eine gute Idee für Schachprofis. So, Turm E8. Jerome sagt Plus-Minus-Null-Rechnung, eher sogar Minus. Ja, ist ziemlich deutlich Minus, weil die 2000 gewinnt ja auch nicht jeder der teilnehmende Profi, sondern nur einer. So, Dame F1 gewinne ich hier irgendwie, Dame F2, oder? Zack, ich bin ja Schachgroßmeister, ab und zu. Schachgewinne müssen versteuert werden. Wenn du es gewerblich machst, dann, oder beruflich, will das Finanzamt meistens Geld haben von einem. Ist ja kein Glücksspiel, Schach. Obwohl, es kommt mir manchmal so vor. So, das lief gut hier gegen Card Magician. 19 Züge.
Wie gesagt, die Wurzel des Übels ist hier schon eröffnet. Nach C3 gewinnt D5 sehr starke. Kann ich ganz kurz zeigen. Hier C3, D5 und jetzt kann Weiß sich hier nicht bedienen, weil jetzt Springer F4 Killer ist. Zack, zack. Und Schwarz steht schon auf Gewinn. Deshalb, wenn man diese Variante spielen will mit H3, muss man hier bescheidener sein. Sollte D3 spielen. Der Unterschied ist jetzt nach D5. Jetzt kann man den Bauern schlagen. Auch hier gibt es noch viel Theorie. Aber hier hat Schwarz nicht das Spiel mit Springer F4. Die Felder sind nicht geschwächt. Und hier kann man die Theorie ausdiskutieren. Schwarz muss nicht D5 spielen. D6 ein legitimer Zug. Springer A5 ist interessant. Aber D3 ist der Zug, den man hier spielen soll. Primes, welche Elo braucht man, um vom Schach zu leben? Also Spieler- und nicht Trainerkurse. Ich glaube, auch das ist immer sehr relativ. Ich lese die Frage regelmäßig. Aber auch als Spieler hängt ja davon ab, was für Einladung kriegst du, für was für Vereine spielst du, bist du selber irgendwie proaktiv beim Einladung suchen. Vielleicht kriegst du auch mehr Einladungen als, lass mich nicht lügen, Westeuropäer als Russe oder Chinese, weiß ich nicht. Aber es gibt da, glaube ich, viele Faktoren, die nicht nur die Elo sind. Und du wirst ja für eine Elo nicht bezahlt. Also ich glaube, es gibt Spieler mit, keine Ahnung, zum Beispiel 2,27 in dem Bereich, die sehr gutes Geld verdienen, nur mit Spielen. Und Spieler, die mit 2,27 fast gar kein Geld verdienen. Also safe bist du, wenn du in der Top 10 bist und die Einladung hier für die ganzen Superturniere kriegst. Aber darunter muss, glaube ich, jeder gucken, wie man es macht. Soll nicht heißen, dass man darunter kein Geld verdienen kann. Es gibt auch EMs und viele Leute, die sehr, sehr gutes Geld mit Schach verdienen. Nicht nur als Spieler, aber es ist nicht so, dass Elo x gleich Betrag y im Monat ist. Du wärst ja nicht dafür bezahlt, irgendeine Elo zu haben oder einen Großmeistertitel, sondern von Vereinen, Preisgeldern, Antrittsgeldern, Trainingsgeld, Sponsoren, was auch immer. Und da jeder für sich einfach Schachstreamer werden. Ja, heute waren wir profitabler Schachstreamer hier. Vielen, vielen Dank, Chat. Für den ganzen Support natürlich, besonders an All-in-Winner. Also heute war Wahnsinn. Sonst Schachstreamer auf Deutsch. Na, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich streame ja nicht regelmäßig genug, weil ich auf zu vielen Hochzeiten tanze, um einschätzen zu können, ob das ein profitabler Zeitvertreib ist. Wenn, dann muss man es, glaube ich, relativ regelmäßig angehen. Aber ich habe ja einige Sachen immer so halb am Laufen, was ich auch so will wahrscheinlich, aber deshalb kann ich es nicht ganz genau sagen. Auf Englisch gibt es natürlich extrem erfolgreiche Schachstreamer. Wahrscheinlich auch Survivorship Bias. Viele, die nicht ganz so erfolgreich sind, die wir dann nicht kennen. Aber ich glaube, auch da kann man nicht sagen. Ab der und der Elo, das und das Stream, dies, das hier ist. Adi Vega, Spiel nach G5, hier der beste Zugbauer nach D5, aber ich habe gerade einen YouTube-Short gemacht zu diesem bescheuerten Trick, der nicht funktioniert. Aber ich muss ihn wenigstens einmal spielen. Adi Vega. Na, kennst du das? Ich glaube, er ist für wert. Auf Springer steht E4, kommt D5, Schwarz steht besser. Springer steht F7, Dame H4, Schwarz steht auch besser. Der richtige Zug ist Läufer F7, aber danach König E7 muss man auch D4 finden. Und selbst dann ist nicht besonders klar. Also Springer E4, wenn ihr eure Fried Liver Gegner verwehren wollt, kein so dummer Zug. Ja, ja, ja. GMs hassen diesen Trick. Breit aufgestellte Jan. Nee, ist gar nichts, worauf ich besonders stolz bin. Das ergibt sich immer so. Ich bin auch nicht besonders gut im Nein sagen, dass ich halt verschiedene Baustellen habe. Was aber natürlich fürs Twitch-Stream, glaube ich, echt nicht ideal ist, weil ich nie die Regelmäßigkeit drin habe. Jetzt zuletzt habe ich wieder versucht, hier eine Woche regelmäßig abzureißen. Aber dann bin ich wieder unterwegs. Es wäre wieder weniger. Also, wie man es macht. Trotzdem, schön, dass ihr dabei seid. Und vielen, vielen Dank für den Support. Dame F3, supporte den Bauern, aber stellt sie in Springer D4. Mal kurz gucken, dass ich hier nicht matt werde. Aber ne, werde ich nicht. Dann sieht Springer D4 auch gut aus, oder? Adi?
Ja, jetzt hat Adi schon Probleme. Denn die Dame muss sowohl den als auch den im Blick behalten, idealerweise. Was nicht möglich ist. Die Dame hängt auch noch mit Schach, so dass keine Zeit ist für ihr MK und G3 oder so. Also der Drops ist schon gelutscht. Nach 6 Zügen. Hier. Machen wir Bonusmaterial, Musterpartien zum YouTube Short. Er spielt Spieler D6 mit der Absicht, auf F7 noch einen Schach zu geben. Aber ich kann das mit Springer schlicht D6 dieses Feld überdecken. Gleichzeitig den Läufer angreifen und die Dame im Blick behalten. Also, das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal. G3, ah, jetzt fällt alles, ne? Ich kann hier tauschen und hier tauschen, hier schlagen, hier wegnehmen. Also, na, ich verrate euch die Widerlegung nicht. Ich muss erstmal einen YouTube-Short pushen. Splash E4, kein Zug, den man jede Partie spielen sollte. Aber, um Gegner einer Blitzpartie zu verwehren, nicht so dumm. Da auf Splash E4, D5 steht schwarz schon besser. Splash F7, Dame H4. Ist, glaube ich, auch schon schlecht für Weiß tatsächlich. G3, Springer schlicht G3. Und Läufer steht F7, König E7 ist am besten. Jetzt D3 oder D4, aber auch das ist ziemlich kompliziert. Also, Springer steht E4 auf eigene Gefahr, aber kein so dummer Trick. So, Chat. Letzte Partie für heute. Danach muss ich mich schweren, schweren Herzens an, wie heißt es, den Chessable-Kurs setzen. Denn ich habe noch 3 Tage und ich habe noch ungefähr 18 offene Videos. Also, die müssen abgearbeitet werden. Ein Video ist so ungefähr eine Stunde lang. Das ist alles nichts. Aber wir spielen hier noch gegen Lusche 187 mit IQ minus 24. Das ist so meine Hausnummer. 187. Dumme Tricks bringen viel Elo. Na, eigentlich bin ich ja immer gegen dumme Tricks. Ich versuche euch aber wenigstens ein paar Tricks beizubringen, die nicht das der Vollkampf sind. So dass wir ein paar neue Tricks hier mal haben. Es funktioniert halt nicht. Ne? Die meisten dummen Tricks funktionieren ja nicht. Deshalb, in der idealen Welt will man das Verhältnis zwischen funktioniert und ist gemein möglichst so halten, dass man nicht zu viel aufgibt auf der Funktioniert-Skala, um hoch auf der ist gemein-Skala zu kommen. Hier, diesmal spielen wir Spanisch. Spielen wir Spanis. Bauer nach A6. Chat, eine Frage, die mich beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Antwort kennt. Vielleicht kennt auch keiner die Antwort. Aber wir haben in dieser Geschäftsbesendung ja noch relativ wenig Filmtalk gehabt. Ich war heute auf der Suche nach Anschauungsmaterial für meinen 3-jährigen kranken Sohn, der auf der Couch lag, mit Fieber. Und ich dachte, wir müssen ja was gucken. Ich will nicht, dass er schon wieder Paw Patrol guckt. Ich hasse Paw Patrol. Und kam auf den Gedanken, ich habe hier Disney Plus Abo, wir gucken einen schönen Mickey Mouse Film. Stellte dann fest, es gibt keinen schönen Mickey Mouse Film. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum nicht Disney? Alter, jedes IP-Zeug wird heutzutage aufgewärmt, wieder aufgewärmt, nochmal aufgewärmt. Warum gibt es nicht ein paar Mickey 90 Minuten Filme? Ich habe 100.000 lustige Taschenbücher gelesen. Da muss es doch genug Storylines geben hier mit Kommissar Hunter, Inspektor Issel, Detective Mickey löst irgendeinen Fall. Warum gibt es sowas nicht als Film? Auch Donald Duck. Es gibt DuckTales, aber es gibt kaum Donald-Filme. Man kann doch hier mit Donald, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track ein paar schöne Filme machen. Gibt es nicht. Why? Phantasia, ja, es gibt so ein bisschen Uralt-Kram und es gibt diese Mickey Mouse Shorts und so, aber es gibt keinen normalen Film hier. Mickey Mouse Detektiv löst irgendwelche krassen Fälle. Nix. Verstehe ich nicht. Größt bessere IP gibt's doch gar nicht, Disney. Wisst ihr das?
Mickey Mouse ohne Copyright. Ja, aber ich meine Disney. Disney, Disney ist doch Mickey Mouse. Das ist eine Marktlücke. Zu teuer? Warum ist das zu teuer? Ich raff's echt nicht. Das gucken noch mehr Leute als hier irgendeinen anderen random Pixar-Film, wenn wir Mickey freaking Mouse am Start haben. Und ich glaube, diverse Generationen, oder? Also ich bin aufgewachsen mit lustigen Taschenbüchern. Und meine Kinder sind auch durchaus noch affin hierfür. Die kennen Mickey Mouse und so weiter und so fort. Ich verstehe es echt überhaupt nicht. Disney, Alter, statt hier den 100.000. Star Wars Filmserie, mach mal einen Mickey Mouse Film. Jan 42 hat hier Fakten. Nach 95 Jahren hat Disney mit dem Start an das Jahr 2024 in den USA das Urheberrecht der Kultfigur Mickey Mouse verloren. Das bedeutet, dass nach US-Recht die berühmte Zeichentrickfigur von nun an nach Belieben kopiert werden darf. Ah, weil das nach 95 Jahren oder so ausläuft. Okay, also müssen wir den Mickey Mouse Film machen. Ist ja noch wirrer, dass Disney es dann da nicht vorher gemacht hat. Ich hatte auch noch die, wo nur noch jede zweite Seite bunt war, All in Winner. Das war am Anfang. Irgendwann hatte ich dann die farbigen. Ah, ja. Lang ist her. Aber ich habe immer verschlungen. Also auch mit. Okay, ist vielleicht peinlich. Aber vielleicht auch nicht, auch wurscht. Auch mit 16, 17, 18 noch habe ich lustige Taschenbücher immer gerne gelesen. Dann heimlich. Aber selbst jetzt, glaube ich, wenn du mir eins gibst, hätte ich Bock drauf. So, wir haben aber auch mehr gegen Lusche. Ich überlege, wie ich mich hier entknote. Ich sehe nichts Tolles. Also so. Kauft einem Sohn selber welche und liest ihn selber. Ja, man soll es 3,5. Ich ist noch nicht so der Lesefuchs. Meine Tochter begeistert sich nicht wirklich dafür. Sie sagt hier, ich will magische Tierfreunde oder die drei Ausrufezeichen. Mädchen, Alter. Was gab es noch Scherz mit dem Sohn immer? Wieder Paw Patrol. Was hat er geguckt? Ich glaube, Aladdin hat er geguckt. Er ist Jafar-Fan. Er ist ein bisschen auf der dunklen Seite der Macht, befürchte ich. Ich glaube, das war's schon. Aladdin. Mickeys turbulente Weihnachtszeit. Ich habe angefangen, so komische Weihnachtsgeschichten und so anzumachen. Aber das kannst du ja nicht gucken. Also die sprechen ja mit so Piepsstimmen und singen rum. Ich war einfach jetzt zack. Mickey Mouse, einen krassen Fall lösen haben. Kommissar Hunter unterstützt, Inspektor Issel sabotiert. Für mich war Mickey Mouse immer detektivmäßig unterwegs. Kräuter, alle drei Ausrufezeichen sind in Deutschland, glaube ich, größer als die drei Fragezeichen. Kein Spaß. Was es am Merch gibt für junge Mädchen an drei Ausrufezeichen-Schüssel, kannst du dir nicht vorstellen. Hörspiele, Bücher, Fernsehserie, Merch links wie rechts. Drei Ausrufezeichen sind ein Riesending. Bluey, ich liebe Bluey, aber meine Kinder nicht. Dagobert und DuckTales war einfach Indiana Jones, ja, so ungefähr. Aber DuckTales war auch nie der gleiche Vibe wie lustige Taschenbücher. Bernhard und Bianca, super, ja. Das ist eigentlich Merch. Nee, eines Ferntages. Aber nee. So, meine Damen und Herren, ich muss wieder an die richtige Arbeit. Vielen Dank für den ganzen Support heute. Super nett von euch. Hat mir echt den Tag gerettet. Ich hatte keinen guten Tag. Und jetzt geht es mir besser, sehr, sehr, sehr simpel aufzumuntern und werde jetzt hier noch zwei Chessable-Videos ausgrinden bis spät in die Nacht. Dann schlafen gehen, dann morgen ganzen Tag Videos machen, bis ich endlich Teil 2 dieses Kurses im Kasten habe. Ich habe keinen Bock mehr. Also es ist interessant daran zu arbeiten und macht doch echt Spaß und ich lerne immer viele neue Sachen dazu. Aber Alter, irgendwann muss es durch sein. Also, ich versuche. Geld, Glück, confirm. Ne, so einfach würde ich es nicht machen. Aber hier einfach, gerade wenn man so ein bisschen down ist wie ich heute, dann hier Support der Community. Kriegt der sich natürlich in dem Fall in Geld und Subs ausdrückt. Dann, ja, freut mich das einfach.
Geld gleich Glück ist, glaube ich, nicht nur die Formel. Aber war nett. Vielen Dank.